Ein Punkt schlussendlich gegen das Tabellenschlusslicht, das kann nicht ganz Zufriedenheit beim Trainer auslösen. Ja, also wir haben schon gesehen, also wenn wir vom Schlusslicht reden nach drei Runden, ist natürlich schon ein bisschen speziell, dass Lausanne in den ersten drei Matchen eben auch gute Phasen gehabt hat. Das geht ein bisschen unter, weil eben, sie keine Punkte geholt haben, aber wir haben schon in der Analyse gesehen, dass sie sehr viele Möglichkeiten gehabt haben. Auch die Spiele zu können, zu gewinnen und eben nicht zu verlieren. Und darum sind wir auch nicht überrascht gewesen, dass, heute, dass wir gegen gutes Lausanne antreten sind. Defensiv haben wir heute sicher ein bisschen zu viel zugelassen. Vor allem durch das Zentrum durch, und dann ja das zweite Goal, Gegengoal, denke ich. Aber nach vorne ist auch wieder eigentlich eine engagierte Leistung gewesen. Wir sind gut reingekommen gerade und haben halt heute nicht, sind wir nicht so effizient gewesen, wie wir uns das vorgestellt haben. Eben, man hat einige Chancen vom Gegner zugelassen. Sie haben durch Frey aus der Verteidigung rausgenommen, mit der Pelmar hinterher gestellt. Schlussendlich kein guter Entscheid gewesen. Nein, das glaube ich nicht, dass es mit dem zu tun hat, weil der Gegner hat nicht viele Chancen gehabt, muss man klar sehen. Also, sie haben die zwei Goal gehabt, sie haben noch einen Standard gehabt in der zweiten Halbzeit. Wenn wir heute einigermaßen effizient gewesen wären, dann hätten wir 5-6 Goal gemacht. Aber man muss auch akzeptieren, der Diaf hat einen super Tag gehabt und hat ein paar Riesendinger rausgeholt. Und darum ist jetzt am Schluss das 2-2. Ich bin froh, dass wir das 2-2 noch geholt haben. Natürlich hätte ich lieber gewonnen, ist klar. Und wieder zweimal Cabral. Ich nehme an, jeden Oberform ins Bett gehen, noch gut nachgebet, dass der hier bleibt. Ja, ich wäre natürlich froh, wenn er bleibt. Das ist völlig klar. Oder alle in Basel wären da froh. Und es bleibt nichts anderes, als mal abzuwarten, was jetzt passiert. Bis jetzt ist ja noch nichts Konkretes da, dass man sich jetzt gerade kurzfristige Gedanken machen müsste.